Wir sind hier. Mandy, hör doch mal auf, im Urlaub die ganze Zeit auf dein Handy rumzutippen. Mann, wir sind im Urlaub. Guck doch mal, wie schön es hier ist. Ja, richtig nice, ja. Vollversicherung ab 2,90 €. VHV-Versicherung. Decided on your destination. The Wyvern won't drop you until it reaches your destination.
Einen wunderschönen guten Abend an ihr zwei. Wenn ihr Fragen habt, einfach Lust fragen. Ich versuche es euch nebenbei zu beantworten, auch wenn ich im Dungeon bin. Kann es bloß ein bisschen länger dauern. Wenn der Lüfter hinter mir zu laut ist, weil ich habe ja gefühlte 40 Grad, sagt mir einfach Bescheid. Ansonsten, ich bin auf dem Weg zu Urutus Lede. Ist eine 45er Instanz. Ist nicht ganz schlecht, macht Spaß. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Für alle, die nicht wissen, was in der Instanz droppt. Also ist so, dass man hier einmal Waffen für seine Klasse droppen kann. Oder halt solche Ketten, damit das Plüssen von verschiedenen Gegenständen gesaved ist. Also das heißt, dass sie nicht wieder zurückfahren können. Und ich glaube mittlerweile auch Rüstung. 45 Liter. Eigentlich müsste ich Patala und Migratoris rennen, aber UM macht halt auch Spaß. Ich brauche zwar nichts mehr, aber ist egal. Also jedenfalls nicht von ihr. Wir sind noch alleine. Daher fangen wir einfach noch nicht an. Wir warten noch, bis alle da sind.
So, jetzt warten wir auf unseren Ranger, der fällt gerade. Und dann gehen wir schon mal zum ersten Boss. Wir müssen warten. Wir warten und wir warten. Wir warten immer noch auf unseren Ranger, falls euch wundert, warum wir nicht loslegen. Er ist halt leider immer noch offline. Thank you.
So, wir warten halt immer noch. Eieiei. Jetzt ist er da. So, dann können wir gleich anfangen. Wie schon gesagt, solltet ihr zwischendurch irgendeine Frage haben, dann fragt einfach, schießt einfach los. Und fertig. So. Meine Aufgabe ist eigentlich immer bloß zu denken und aus den roten Kreisen raus. Und weil es halt eng wird, dann switche ich halt die Taktik und wir versuchen. Die Gruppe hier und damit durch mein 20 DP Buff zu heilen. Ihr seht, ich habe jetzt ganz, bin kurz umgeschwenkt. Dass ich den Paladin ein bisschen mit unterstützen kann. Mit dem Heal. Und dass ich auch, mich selber kurzzeitig hochheilen kann. Das heißt, die so Tank-Taktik, sagt man, dazu. Es fehlt aktuell ein bisschen Damage, finde ich. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Im Laufe der Instanz. Man muss einen gewissen Grunddamage haben, damit diese Bosse halt nicht im Endeffekt Enrage gehen oder halt der Kampf ganz einfach nicht so lange dauert. Weil umso länger ein Kampf dauert, desto mehr lässt natürlich Konzentration der Spieler nach. Ich mache jetzt eigentlich bloß noch Folgendes, ich ziehe jetzt einfach der Defense runter. Das ist der Berserker. Und der hier Ranger mehr Damage machen können. Und ich muss halt einfach bloß aus diesen Kreisen
ihr das seht, raus und sagt, dass ich davon den nicht getroffen werde. Mehr mache ich jetzt aktuell in der Phase nicht und das gestaltet sich eigentlich, da kann man sagen, auch so die ganze Instanz. Was ich nachher nochmal versuchen will, ich werde noch auf das Action Combat System umsteigen. Mal gucken, wie sich das als Tank spielt. Aktuell habe ich ganz ein altes, herkömmliches Tap-Target-System. So, ihr seht es eigentlich wirklich ganz easy, ganz einfach, also jedenfalls mittlerweile, wenn man da drin war. Wenn es euch jetzt irgendwie zu schnell geht, habe ich noch einen YouTube-Kanal, wo ich dieses Video mal, so ein Video mal hochgeladen habe, wo ich diese Instanz auch renne, dabei auch einmal sterbe. Ist aber nicht so wild. So. Genau. Und ihr seht, hier droppen solche Sachen und die brauchen wir, um seine Rüstung zu verbessern, ne? Inklusive Dungeon-Punkte und Silber. GZ. Das war schon der erste Boss. Und weiter geht's. Ja, ich darf wieder. Jetzt kann man hier schon zum nächsten, das ist aber mehr oder weniger dann ein Artefakt, dieses muss beschützt werden vor sogenannten, ja, Mobwellen. Da kommen so mehrere dieser Art. Und die müssen wir einfach defensen oder verteidigen. Mehr ist es nicht. Das ist halt so typisches PvE in Bless, dass man die Dungeon rennt, dass man sich eine Gruppe zusammenbaut, oder wie ich es nebenbei versuche, wie ihr im Chat seht. Ich versuche mal nebenbei meine Legion ein bisschen aufzubauen. Und wir schauen halt weiter. So. Und wie schon gesagt, das ist jetzt das nächste. Einer aktiviert. Das werde ich jetzt machen. Da kommen jetzt, spawnen jetzt hinten gleich Mobs, also Mobwellen. Die müssen wir halt verteidigen. Ja, und zum Schluss kommt ein kleiner Boss, den wir nebenbei noch ein bisschen tot machen und dann war's das. So. Und hier geht's weiter.
So, jetzt müsste noch eine Welle von vorne kommen. Oder zwei. Ich habe den Boss jetzt einfach weggezogen. Dann macht er euch Stun, damit der nicht, das nicht in die Gruppe reingeht. Und halt die Figur, also dieser Schrein, der in der Mitte ist, keinen weiteren Schaden bekommt. Ich fange jetzt einfach wieder an. Zieht die Defense runter, so dass der Berserker und der Ranger mehr Damage machen können. Besteht zwar immer die Gefahr dabei, dass man die Aggro verliert, aber das spielt jetzt eigentlich keine Rolle für mich. So, das war's schon. Jetzt kommt hier eine Kiste, die wir klopfen. Und dann geht's weiter. Das sind solche Fallen vom Boden, das sollte man nicht unbedingt reingehen, wenn der Pool halt nicht passt vom DP her. Und vor allen Dingen kann es passieren, dass er die anderen mit wegnimmt. Und weiter. Wir haben durch den Berserker und durch den Mage eigentlich genug AOE mit dabei, dass man ja auch mehr Mobs ziehen kann oder mehr Leute ziehen kann. Kommen schon zum einen weiteren Boss. Der verwandelt sich zwischendurch in seine Menschengestalt, in seine Pflanzengestalt, wo er relativ viel Damage macht. Dafür ist wichtig, wenn ihr Tank spielt, also Guardian, dass ihr euren Schild ready habt, also dieses Symbol. Ich hab's halt auf Deutsch. Ich glaube, wir müssen warten.
Wir warten leider noch. Uns ist einer ausgestiegen oder einer hat sich ausgelockt. Wir sind jetzt beim... Es kommen noch zwei Vorbosse und dann der Endboss und dann sind wir mit der Instanz schon durch. Ja. So, da wollen wir. Also hier, er macht auch solche Kreise rundum sich, das sind halt, ist halt ein One-Hit, wenn ihr dort drinnen stehen bleibt, also Diecher. Dieser, nicht Diecher. Entschuldigung. Und ihr müsst halt einfach gucken, dass er rauskommt. Ja, ist das eigentlich nicht. Wenn er sich gleich in eine Pflanze verwandelt, ist wichtig, dass ihr entweder, in diese Gladiatorhaltung wechselt, weil da kriegt er auch ein Schild. Oder halt kiten könnt und eure anderen Schilder ready sind. Wie es jetzt passiert. Ich nehme jetzt einfach wieder weiter mit zu mir. Es ist mein Schild abgelaufen, also ziehe ich mir mein neues. So, und jetzt wird einfach Damage weiter drauf gemacht. Ihr seht doch diese Giftwolke. In der solltet ihr halt nicht stehen, da wird halt, wie der Name schon sagt, vergiftet und kriegt halt relativ viel Schaden. Und das braucht man eigentlich nicht. Ihr seht eigentlich ganz einfach, macht sich relativ gut. Unser Mensch ist gestorben, er stand hinten wahrscheinlich in der Grütze drinne. Fällt aktuell einfach ein bisschen der Damage. Uns fehlt es der Damage, dass ich halt zurückverwandeln kann. Das ist eigentlich unser großes Grundproblem. Das heißt, ich muss jetzt irgendwo Platz suchen, wo ich stehen kann. Und das werde ich nicht mehr schaffen.
Ich bin tot. Ja, fällt mir ein Petter. Das Problem ist, wenn halt dann der Damage nicht stimmt, dann verwandelt er sich auch nicht zurück. Irgendwann sind halt die Schilder alle und man stirbt. So, versuchen wir es einfach nochmal. Ihr seht, man kann die irgendwie schon 20.000 Mal gelaufen sein, auf Deutsch gesagt. Und, aber wenn hier in dem Fall irgendein Komponent nicht stimmt, sei es der Tank, der sich nicht auskennt, sei es, dass irgendein Spieler zu wenig Damage fährt oder Disconnect hat, ist doch so in Anführungsstrichen leichte Inni, wenn man so ein paar Mal gelaufen ist und weiß, was man machen muss. Zum Scheitervorteil. Oh, ich bin in die falsche Richtung gepult. Ich versuche jetzt einfach mal den Damage zu erhöhen. Kurzzeitig. Also nicht von mir, sondern von der Gruppe.
kam der Guardian nicht weg. Und das gibt halt dann leider One-Hit. Aus diesen roten Kreisen nicht rauskommt und nicht rausdodgen kann aus irgendeinem Grund. Weil es gerade leckt oder sonstiges. Einzige Problem ist halt, dass ich dann in dieser Phase, jetzt haben wir da, nur einen Spot-Skill habe. So. Loot. Wahrscheinlich Dungeon-Punkte. So, hier ist so, spottet der Boss als Tank einfach an, zieht ihn so weit wie es geht hinter. Und zwar deshalb, damit er einen weiten Weg zu diesen vier Steinen, die da hinten sind, hat. Und mehr sage ich nicht, was er machen soll. Er ruft dann einfach, give me strange. Ja, wenn er das sagt, Grüß Ola, macht er überall solche Kreise. Das sollte da nicht drin stehen, ist ein 100%iger One-Hit. Und give me strange, jetzt seht ihr das, jetzt fängt er an und switcht da hinten auf diesen Stein. Den müsst ihr dann halt mit allen Damage, den ihr habt, wegwürfen. Und dann ist eure Aufgabe als Tank einfach wieder, diesen Typ nach hinten zu ziehen. Erstmal in diese Ecke, ist der zweite Stein down, switchen wir dort drüben in die andere Ecke. Jetzt kommen gleich mehrere. Oh, 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 hier hinten, zack. Sobald Luft ist, zieht ihn wieder raus. So, jetzt seht ihr wieder auf der anderen Seite. Wieder den Stein machen. Ich fange wieder damit an, dass ich die Pide von diesen Steinen runterziehe, dass der Ranger und so weiter mehr Schaden machen kann. Und jetzt zieht ihr ihn einfach in diese Ecke. Wenn ihr die Ads kommen, kümmert euch nicht drüber, dafür gibt es einen Mage, dafür gibt es einen Berserker oder einen Ranger, der kann die Ads machen. Das ist nicht eure Aufgabe, die müsst ihr euch nicht zusätzlich aufbürden. Boah, sucht eine Lücke. Zwei haben es nicht geschafft.
Es fehlt natürlich Damage, ist klar, ne? Es fehlt halt jetzt einmal die Mage. Und auch noch der Ranger. Einer beschwert sich schon, dass die Mage laufend disconnect hat. Ja, es ist halt Punkt, 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 aber was will man machen? Wird verdammt eng. Ich hoffe, wir haben genug Damage dabei, um das zu kompensieren. Ne, die Mage ist wieder da. Damit wir diese Instanz noch schaffen. In der letzten. Oh nein. So, damit war's das. Das heißt, er kriegt 70% weniger Schaden. Und macht ist Enrage. Das heißt, wir haben nur plus eine gewisse Zeit Zeit, den Mob zu machen. Dadurch, dass die Mage, also ihr Grey, Disconnect hatte und halt noch zusätzlich gestorben ist, fehlt halt der Damage. Und damit schafft man es halt ganz einfach nicht. Und wir müssen jetzt einfach schauen, entweder kriegen wir Ersatzmatch oder versuchen es nochmal. Aber eigentlich ist der Damage da. Es muss halt bloß passen. Und es ist nicht schlimm, wenn man halt mal in der Instanz stirbt. Aber es liegt halt wirklich einfach daran. Die haben sich gerade sehr doll lieb. Das wird jetzt relativ schwierig. Da noch Leute ranzukriegen. Schade eigentlich, weil es hätte ohne Probleme funktionieren können. Naja, was wollen wir machen? Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt die Gruppe noch voll kriegen.
Und wir müssen jetzt einfach warten, ob wir eine neue Mage kriegen, also ob wir noch einen neuen Berserker kriegen. Die vier, die zuschauen. Was meint ihr? Drin bleiben in der Party oder einfach gehen? Immer schade, wenn man Disco, also wenn man Probleme hat mit dem Internet, das stimmt. Sicherlich hätten wir es nochmal geschafft, den Boss. Ich bin jetzt extra auf den Damage gegangen. Mein Russisch ist nicht ganz so gut. Jetzt müssen wir leider warten. Entweder bis wir noch einen Berserker finden oder wir machen was anderes zusammen. Weil zu fünft wird das relativ schwierig. Beziehungsweise zu viert. Ich bin mal ganz kurz auf den Desktop. Kleinen Moment bitte. Ich bin sofort wieder für euch da. Wir warten jetzt ganz einfach auf noch einen Berserker. Und da bin ich wieder zurück. Ich glaube nicht, ihr Lieben, dass wir noch einen Berserker finden werden. Ich glaube nicht, ihr Lieben, dass wir noch einen Berserker finden werden. Und zu viert wird es verdammt schwierig.
Ich muss sagen, der Maske hat schön Skin an. Sorry Leute, dass es nicht weitergeht, aber es fehlt halt aktuell wirklich noch ein Berserker. Und wir müssen halt wirklich immer noch warten, dass endlich was passiert. Ohne einen Berserker geht's halt leider nicht weiter. Wenn ihr dabei Fragen habt, fragt einfach. Ich versuche sie zu beantworten, sehr gern natürlich. Ich werde mittlerweile mal noch einen Kaffee machen. Den Chat von euch habe ich im Auge, wie schon gesagt. Fragt einfach, wenn Fragen sind. So, da bin ich wieder. Und da ist der Berserker. Und da ist der Berserker. Jetzt habe ich mir extra Eis aufgemacht.
Ich glaube, er will auch ein Eis. Da muss ich erst mal gucken, wie viele mehr aktiv sind. Sorry, dass es so lange dauert. Ich hoffe, dass es wirklich gleich weitergeht, bis da noch der Saga kommt und ich euch die zwei letzten Bosse noch zeigen kann. Wenn ihr wollt, wir rennen dann noch eine Runde. Könnt ihr euch das alles nochmal von vorne anschauen. Und jo, ich versuche einfach nebenbei einfach nochmal zu erklären, beziehungsweise wie ich schon zwei oder dreimal gesagt habe, wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in den Chat. Ich versuche es gerne zu erklären. Oder gerne zu beantworten. Nachdem ich mal Eis gegessen habe. Natürlich. Wir warten immer. Wir warten. So, natürlich noch ein bisschen. Ich glaube, unser Zerker ist einfach im falschen Dungeon gegangen. Thank you.
So Leute, was machen wir? Warten oder nicht warten? Was Neues suchen oder nicht was Neues suchen? So Leute, was machen wir? Warten oder nicht warten? Was Neues suchen? Stimmt doch einfach ab im Chat. Stimmt. Stimmt. Na dann, warten wir halt. Ach, da ist schon einer. Wie schon gesagt, wir gehen nach den ran, wahrscheinlich nochmal rein, hoffe ich, wenn nicht irgendjemand wieder abhaut. Könnt ihr euch gerne angucken. Wenn euch das alles zu langweilig ist, zu lange dauert, ich habe diese Instanz auch noch auf meinem YouTube-Channel. Könnt ihr euch auch angucken. Ja. Ich werde versuchen, noch die anderen Instanzen irgendwann mal aufzunehmen, durchzuladen. Einfach so als netten deutschen Guide. Und mehr ist es einfach nicht. Spielt jemand von euch auch Bless oder hat angefangen? Und wenn ja, welche Seite? Ich hatte das Phänomen. Alle, die jetzt mit mir nebenbei gechattet haben, spielten zwar auch auf den Server, wo ich bin, aber die Gegenseite. Sorry, wirklich, dass es lange dauert. Wir können halt leider zu viert den Boss nicht schaffen, weil einfach die Endwitch-Phase zu schnell geht und aktuell in der Konstellation zu wenig Damage da ist. Aber ihr seht, die Gruppe ist voll. Hier hat auch verstanden, dass wir Urutus Elite gehen. Dass wir noch zwei Bosse machen. Und ich hoffe, dass wir dann einen zusätzlichen ran machen. Und ich euch das alles nochmal erklären kann. Beziehungsweise, wenn ihr Fragen habt, einfach alles schießen.
Ich werde auch weiterhin jeden Abend versuchen zu streamen. Eine Stunde. Die Woche wird es bloß bei mir ein bisschen knapp, weil, ja, ich familiär ein, zwei Fäden habe. Und die nehme ich natürlich gerne mit. Ich werde auch weiterhin jeden Abend versuchen zu streamen. Eine Stunde. Die Woche wird es bloß bei mir ein bisschen knapp, weil, ja, ich familiär ein, zwei Fäden habe. Und die nehme ich natürlich gerne mit. Und von der angedrungenen Heini wird das sicherlich nicht hören. Prost. So, und wir warten immer noch. 9 Zuschauer, sehr schön. Ich bedanke mich recht herzlich. Die bis jetzt die Zeit hatten oder die Lust hatten, noch weiter zuzuschauen, auch wenn es nicht weitergeht. Ja. Es sind tatsächlich sehr viele Spieler von Blessweg. Zurzeit hat sich stabilisiert, die letzten, sag ich mal so, 2 bis 3 Wochen. Es sind aktuell noch 2500, glaube ich. Zurzeit hat sich stabilisiert die letzten, sag ich mal so, 2 bis 3 Wochen. Es sind aktuell noch 2500, glaube ich. Aber für mich macht er, also mir macht Bless zumindest Spaß. Darum habe ich auch angefangen, das zu streamen, damit einfach die Leute sehen, hey, es gibt Leute, die spielen das, es finden halt Partys statt, es gibt Legionen, die suchen, es gibt auch ein Endcontent. Guckt euch einfach ja das Spiel an, wenn ihr es wollt. Guckt es halt auf Twitch an, guckt es auf YouTube an, egal ob bei mir oder woanders. Wichtig an MMORPG ist immer die Community, die dahinter steht. Und ihr müsst halt ja Legionen finden, Gilden finden, wo ihr halt Partys machen könnt. Kann ich dir zeigen, den Job? Das, was diese roten Kristalle sind, sind halt Währung, die du kaufen kannst. Na? Das sind diese Luminas. Kann ich dir zeigen, den Job? Da hast du, ja, XP-Tränke von 20% Dungeon-Punkte. Alles nice to have, aber halt kein Pay-to-Win. Finde ich zumindest. Du hast hier Peace-Rollen, das heißt, und jetzt ab 45... kein PvP machen sollst, kannst du die kaufen, um nicht tot gemacht zu werden. Aber halt kein PvP. Ja. Du hast hier Reparaturhammer, wo die du so ähnlich auch herstellen kannst. Also ich finde jetzt, richtiges Pay-to-Win ist es nicht, nein. Du hast natürlich hier Vorteile, die du kaufen kannst, wie zum Beispiel hier nochmal eine Inventarerweiterung. Du kannst hier zusätzliches Slots kaufen für deine Chance. Und ein extra Taktik-Ticket. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Pietz. Danke fürs Zuschauen. Also richtig Pay to Win ist nicht. Es gibt hier Kostüme, die du kaufen kannst. Ansonsten finde ich es jetzt nicht wie Pay to Win. Du kannst alles, was hier ist, kannst du dir. Also richtig Pay to Win ist nicht. Es gibt hier Kostüme, die du kaufen kannst. Du kannst dir halt Vorteile ein bisschen kaufen, aber nicht, wo man sagt Pay to Win hier nach Games. Ja. Es sei ein Premium-Membership, gibt für dich natürlich auch einen Vorteil. Einmal hast du reduzierte Reparaturkosten.
Du hast 20% Max B, du kriegst mal Dungeon Points und so weiter. Das ist ein Vorteil, ja, aber nicht, den man jetzt nicht ausgleichen kann. Aber es gibt aktuell nur noch zwei Spielsurfer, wo jetzt aktuell mehr sind, kann ich dir jetzt wirklich nicht sagen. Ich glaube, ich muss erstmal anfangen. Kann ich dir jetzt wirklich nicht sagen, wo aktuell mehr sind. Ich spiele auf den zweiten. Also es gab jetzt erst vor kurzem einen Surfer-Merch. So, ihr seht, Give Me Strange, das heißt, er rennt wieder hinten nach hinten links zum Stein. Diesen müssen wir so schnell wie es geht kaputt machen. Und meine Aufgabe ist halt wirklich den Boss zu tanken. Ich mache das immer so, die ersten zwei Steine tanke ich hinten rechts an der Tür, beziehungsweise wenn sich zur Tür dreht, hinten links. Und die nächsten zwei Steine tanke ich hinten rechts. Es gibt bloß noch zwei U-Server, richtig. Wurde auch Zeit. Dass wirklich einfach zu viele Server waren. So, ihr seht, wieder Richtung Steine hinter kaputt machen und dann geht's schon weiter. Es gab am Anfang eine, ja, sagen wir, Ungleichgewicht im PvP. Von einzelnen Klassen, wo sie die, ja, Klassen genervt haben, was viele Spieler gestört hat. Angeblich fehlendes Endcontent, diverse Bugs. Ja, das hat halt viele dann irgendwann verschreckt. Aber ich muss sagen, Neowiz arbeitet sehr akribisch dran und versucht halt wirklich so viel wie es geht auszuklammern oder wieder wegzumachen. Man darf halt nicht vergessen, es ist definitiv kein fertiges Game, es ist ein Early Access und die arbeiten noch dran. Richtig. Also war wirklich, es waren am Anfang 44.000 Spieler. Das war einfach viel zu viel. Damit hat Neowiz nicht gerechnet. Und dadurch haben die einen Server nach dem anderen aufgemacht. Dadurch wurden leider auch Leute getrennt, die zusammen spielen wollten. Das sind alles so, was halt zum Nachteil des Games einfach geführt hat. Ja, sie haben es ja mit Leuten probiert, ne? Oder mit Streamern versucht, das Game aufzubauen, Werbung zu machen. Das ist eigentlich auch der Grund, also warum ich jetzt... Ja. Das ist schön, das freut mich. Also ich auch. Ich habe zwar noch keine 1000 Stunden voll, ich habe jetzt erst 290, ganz einfach zeitlich bedingt bei mir. Da ich wirklich bis abends immer 1-2 Stunden spielen kann. Das war eigentlich der Grund, warum ich angefangen habe zu streamen auf Twitch Plus Online. Weil ich habe mir gedacht, du machst ein bisschen Werbung, zeigst den Leuten, dass das Spiel was Content hat, dass das Spiel auch Spaß macht, wenn man richtige Legi hat, wenn man richtige Gruppen hat.
Und schön, wenn es halt noch jemand gibt, ja, die mir da zustimmen können. Das hat Potenzial, richtig. Das Spiel ist zwar älter, aber Enrage, Fatal Damage, das wird nichts. Da kannst du machen, was du willst. Der Damage fehlt, kommt man nicht durch. Was wollte ich eigentlich sagen, sonst hat es mich rausgebracht. Ja, ich sag mal, sagen viele, dass halt... Es gibt halt viele, die sagen, das Spiel ist schon so und so viele Jahre alt. Aber das stimmt nicht. Es wurde ja oder mehr, oder das stimmt schon, aber es wurde ja mehr oder weniger neu entworfen, ne? Das darf man nicht vergessen. Oder neu umgebaut. Ja, richtig. Das wird natürlich auch Bugs und alles mitbringen. Wenn du dir unsicher bist, guck dir halt das Spiel weiterhin erstmal bei Leuten an, die das streamen, egal ob bei mir oder bei anderen, ob dir's zusagt. Na, ich sag mal so, es sind halt immer 30 Euro, die du ausgeben müsstest. Und wenn das Spiel dann nicht gefällt, dann, ja, ist das so. Ja. So, ich werde jetzt folgendes machen, ich werde von Denk, es streamt nicht viel aus, weiß ich nicht, ich habe mir da keine Gedanken gemacht, ich werde jetzt auf DBS gehen, das ist eine andere Spielart als auf Tank, könnt ihr euch ja auch in dem Fall mal angucken. So, ich werde jetzt folgendes machen, ich werde von Denk, es streamt nicht viel aus, weiß ich nicht, ich habe mir da keine Gedanken gemacht, ich werde jetzt auf DBS gehen, das ist eine andere Spielart als auf Tank, könnt ihr euch ja auch in dem Fall mal angucken. DPS heißt also, dass ich praktisch eine andere Haltung nehme, wo ich halt zwar weniger Defense kriege, aber dafür mehr Crit und mehr Angriff und ich auch Damage Skills habe. DPS heißt also, dass ich praktisch eine andere Haltung nehme, wo ich halt zwar weniger Defense kriege, aber dafür mehr Crit und mehr Angriff und ich auch Damage Skills habe. Das freut mich, vielleicht zu hören. Ja, ich habe nicht viele Zuschauer, das ist klar. Ich streame auch erst seit 14 Tagen, bless. Das muss man mit dazu sagen. Aber ist auch nicht schlimm. Das gibt's auf die Mütze. Das kam hier nicht mehr weg. Ihr seht, wenn er sagt, IQCO, macht er halt diese ja, Felder auf dem Boden, da ist es immer wichtig, dass ihr wirklich dort rauskriegt, geht. Sonst passiert euch das gleiche wie mir.
Er kriegt aufs Maul und sei tot. Die Droprate wurde erhöht. Aktuell. Du musst aber noch, ja, schon noch ein bisschen diese Instanz rennen. Es ist schon, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen grinden dabei. Weil es gibt halt die Möglichkeit, warte mal kurz, die Möglichkeit, verschiedene Pattern, also verschiedene, ja, Art Mana-Steine aus anderen Spielen dort auszurüsten. Und da müsst, die müsst ihr entweder droppen oder euch diese Rüstung herstellen. Gehe ich nach der Instanz gerne mal drauf ein. Ich habe für mein Schild und mein Schwert, was ich hier gedroppt habe, habe ich, glaube ich, insgesamt, boah, ich glaube, 13 oder 14 Runs gebraucht. Es kommt jetzt ein Asa heraus. Mein Main ist halt wirklich Tank. Ich bin ehrlich, ich habe auch keine andere Klasse. Ich habe zwar mal einen Mage angefangen und sowas, aber das sind alles Low-Level-Bereich. Ich kann mich aber nachher, wie schon gesagt, nachher in die, oder wir werden noch ein zweites Mal gehen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Nach dem zweiten Run, wenn du noch da bist, oder kann ich dir die anderen Klassen gerne mal zeigen oder euch, die es noch gibt. So, das war's. Da haben wir. Er hat wieder eine Kette getroppt, wo ihr drauf werfen könnt. Weiß nicht, was noch vor ist, der Abend. Darum meine ich das. So, jetzt haben wir schon bei Endboss. Es kommt jetzt demnächst auch ein neuer Patch raus, wo eine neue Klasse rauskommt, in dem Fall der Assassine. Den haben sie mit reingebracht, endlich. Dann wollen sie noch den Mystik bringen, dieses Jahr. Ja, also die entwickeln halt fleißig weiter. So, hier ist genau das gleiche bei dem Boss. Erstmal, der macht halt rote Kreise auf dem Boden. Versuchen dort nicht drinnen zu stehen. Weil das wird definitiv wounded. Jetzt switcht er gleich, da kommt hier solche Blasen. Dort, und das solltet ihr nicht drinnen stehen. Als Tank könnt ihr einfach eure Tank-Taktik machen. Da kriegt ihr ein Schild, der, wo er den Schaden reflektiert. Ich habe auch einen gespielt. Welchen Surfer, wenn ich fragen darf? Ich
Balder, okay, ich war auf Tor. Das war zu früh gezogen, was ich jetzt gemacht habe. Folglich muss mein Schild ziehen. Ich habe halt Ion dann aufgehört, als es vom Gamewatch, ja, Entschuldigung, wenn man so sagt, Pay to Win wurde. Ja, war ich. Ich weiß nicht, ob dir der Name Helm mich mal was sagt. Alles gut, macht nichts. Wenn du auf Tor nicht gespielt hast, kann dir der auch nichts sagen. So, jetzt kommt ja eigentlich die Klonphase. Das sollte man dann anfangen, die Klone zu machen. Aber es geht halt gerade leider nicht, weil wir... Jetzt werden halt die Klons gemacht von denen. Die ihr seht. Ich finde auch wieder, dass Damage fehlt. Das heißt, Boss wird Enrage gehen. Und wir werden das wahrscheinlich ja nicht schaffen.